Ja, wirklich, wirklich jetzt. Und ist das dein Ernst? Wachst jetzt nicht mehr? Du, mit Meng hat das gar nicht so viel zu tun. Wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann haben die Zuschauer sowieso die Schnauze voll. Was genau meinst du jetzt da mit Wahrheit? Weil du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich eine Challenge mit dem Elektro-M gehabt habe. Das war, wenn überhaupt, dann eine Challenge mit den Zuschauern. Warum jetzt mit den Zuschauern? Was hat das mit den Zuschauern zu tun gehabt? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich eine Unterverteilung baue und los das dann von irgendeinem Kasperl bewerten oder was? Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, was haben sie bewertet? Am Anfang vom Video habe ich ganz klar gesagt, sie sollen sich entscheiden, wer der bessere Elektriker ist. Drei Viertel von denen, die da kommentiert haben, haben geschrieben, sie können sich nicht entscheiden. Und genau das ist ja mein größtes Problem. Fast keiner hat mir einen Arsch in der Hose, wirklich, tatsächlich was zu entscheiden. Das sind da alles nur noch Weicheier. Ja, dann war das gar keine Herausforderung an Elektro-M. Hat er darüber Bescheid gewusst? Natürlich nicht. Der Martin ist ein junger Kerl, ein herzensguter Mensch, ein fleißiger Mann. Aber das, was ich damit bezweckt habe, nein, er hat nicht Bescheid gewusst. Und jetzt erklärt er dir ganz genau, warum mich das so aufregt. Zum Beispiel der Nico B83 schreibt, jede Federzugklemme grundsätzlich immer ohne Aderenthülse montiert wird. Das stimmt einfach nicht. Dann stellt die Frage in den Raum, der Überspannungsableiter ohne Verbindung zum Potenzialausgleich. Er kennt das anders. Dann hat schon der Fabian Künstler hat schon geantwortet, PA direkt anschließen, das kann man dann erst machen, wenn der Schrank hängt, weil man ja den Leiter vom Potenzialausgleich erst dann einführen kann. Jetzt frage ich mich, wann kommt denn das in der Unterverteilung zum Tragen? Die Leute müssen doch einmal nachdenken. Das heißt, wir haben einen Zellerschrank. Im Zellerschrank braucht man einen Überspannungsableiter. Wenn zwischen Zellerschrank und Unterverteilung die Leitung länger wird, wie 10 Meter, gehört in die Unterverteilung auch wieder ein Überspannungsableiter rein. Der hat aber andere Bedingungen zu erfüllen wie der. Ich brauche da keinen separaten Erdleiter auf die Erdungsschiene hin. Das brauche ich da nicht. Der muss nur Impulsströme ableiten können, keine Blitzströme. Für das gibt es ja die Kategorisierung Typ 1, 2, 3. Übrigens, mittlerweile haben die Typ 1, 2, 3. Aber wenn ich das als Typ 1 einbaue und dann habe ich eine längere Zuleitung, dann baue ich die Unterverteilung den als nächsten als Typ 2 ein. Und wenn ich dann für den Endverbraucher, für die Steckdosen wieder eine Leitungslänge habe, die länger ist wie 10 Meter, dann kann man in die Steckdosen das dann einbauen. All das muss aber irgendeinen Hintergrund haben, man muss sich irgendwo auskennen. Die behaupten Apps. Wahrscheinlich ist das irgendein Angestellter von einer größeren Elektrofirma. Und die machen das, wer weiß, ob sich da einer damit befasst, wie das Zeug rausgekommen ist. Haben mich auch nicht befasst damit. Ich habe halt lang und fein und groß und weit und ausführlich mit der Firma Dehn telefoniert und haben mir das genau erklären lassen. Der hat mir dann übrigens eine Seite genannt. Die verlinke ich unten einmal. Das ist also auch wieder kostenlose PDF. Weil ich verlange ja eh schon so viel für die Werbung. Jetzt muss natürlich der PDF kostenlos sein. Wo genau das über die Typen, über das Verfahren, was überhaupt abgeleitet werden muss. Impulsströme, Blitzströme, woher die Überspannungen kommen, was da passieren muss. Ja, das wissen da die meisten nicht. Und das ist sowas von nervig. Oder der RB, der mir unterstellt, er hat technische Fehler gefunden. Das muss man sich auf der Zunge mal gehen lassen. Ein technischer Fehler. Er hat geschrieben, ich habe ja jetzt da unten, lege meine Zuleitung auf und dann geht eine Leitung auf der oberen Seite direkt auf den Überspannungsschutz, auf den Überspannungsableiter. Jetzt hätte er gemeint, ich weiß nicht, was er genau gemeint hat, im V-Verbund gehört das eingemacht mit einer Aderenthülsen, mit einer Twin-Aderenthülsen. So ein Schmarrn, das einfach nicht stimmt. Ich habe genau das System lang vorher mit der Firma Dehn abgesprochen, den Hersteller, wie man sowas macht, ob man sowas macht. Genau dieses System wird in Unterverteilungen eingebaut, in Mehrfamilienhäusern. Da haben wir als Zuleitung für die Unterverteilung in der Wohnung ein 5x16er.
Das ist starr, das ist nicht mit Ader enthülsen, das ist ein Stoff, freilich mehrdrähtig, aber als starre Leitung ist das zu bezeichnen. Und wie soll ich denn da drauf dann irgendwelche Doppelader enthülsen, Twinader enthülsen krümmen? Das ist, also muss ich da zuerst auf einen Klemmschnur gehen. Und vom Klemmschnur außer, ob jetzt ich in einem Kontakt links und rechts Ader enthülsen drin habe, oder einen Verbund, weiß ich nicht, wo da der Sinn sein soll. Ich verstehe das einfach nicht. Wo er recht gehabt hat, der Typ, ist natürlich habe ich gesagt, ja, da habe ich, müsst ihr euch das Video anschauen, Video verlinke ich einmal, da habe ich andere Klemmen verwendet, weil die richtigen jedenfalls, habe ich das jetzt ausgewechselt. Genauso wie die grauen Drähte, die da vorher drin waren, wo auf der Verpackung aber blau umgestanden ist, die aber dann doch grau sind, habe ich jetzt auf andere richtig blau zu erkennende ausgewechselt. Darum bin ich auch richtig froh, dass ich mein Phoenix Set habe, weil man halt da einfach alles drin hat. Nicht nur die Produkte, die ich brauche, sondern eben oft das mal ist so ein Fall. Und dann hat man natürlich mit dem Set alles dabei, was man braucht. Was mich aber am meisten stört, ich habe ganz klar gesagt, die Zuschauer sollten abstimmen, um die Abstimmerei, um die ist im Endeffekt gar nicht gegangen, aber die sollten abstimmen, beziehungsweise sie sollen entscheiden, wer ihrer Meinung nach der beste Elektriker ist. Ich habe keine Kriterien festgelegt. Ich habe nicht gesagt, sie sollten auf dies und dies aufpassen, auf dies und dies aufpassen, nach Sympathie und was weiß ich sagen. Wahnsinn. Jeder Zweite, der kommentiert hat, hat eigentlich Schrimmäpfel mit Birnen vergleichen und so weiter. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Sechernschmarrn. Das ist halt einfach, das ist repräsentativ. Diese Abstimmung war repräsentativ fürs Leben. Es hat einfach fast keiner mehr die Eier in der Hose, um tatsächlich was zu entscheiden. Das ist halt einfach so. Das 95% vom deutschen Volk möchte von der Früh bis auf die Nacht Anweisungen kriegen, was sie zum tun haben. Und genau so ist es halt. Das ist nämlich, und das haben viele noch nicht verstanden, ein Riesenunterschied, ob ich eine Entscheidung triff, die andere Personen und Sicherheit, Leben, Tod und so weiter mit beeinflussen und ob ich dann dafür Rechenschaft abgeben muss. Weil wenn ich als angestellter Elektriker in der Firma entscheide, ob ich einen B16 oder einen B20 einbaue, der Unterschied ist doch erstens einmal nicht so groß und wenn dann irgendetwas ist, dann wischen du jetzt den Chef. Nicht den armen Angestellten. Aber dumm daher schmatzen, das darf er. Schau dir mal das Beispiel an. Der Thomas Martin hat geschrieben, anstatt zu viel E4LS, darf er lieber KNX verbauen. Für Jalousiesteuerung, Heizungssteuerung, Zentralsteuerung. Mir sehr liebgewonnener Kommentarschreiber, habe ich schon mal erwähnt, der DD313Car hat dann geschrieben, er wusste gar nicht, dass KNX ein Ersatz für E4LS ist. Vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, irgend so ein Blödsinn. Ich baue eine Verteilung mit einem Haufen E4LS drin und dann so KNX ist besser. Aber falls denn da? Ich zeige in einem Video, wie ich mit meinem VW im McDrive rundum fahre, kaufe mir einen Cheeseburger. Der Deppenhafer, der darf dann antworten, nicht jetzt von Cheeseburger. Der darf antworten, war besser, wenn du warst mit einem Ford gefahren. Alter. Vollkommen, ich weiß gar nicht, woher der irgendwo eine Berechtigung für irgendwas hat. Ja, oder der Clean Car hat geschrieben, ich habe mich ganz schön blamiert mit der Herausforderung. Du Zipfelklatscher, der Einzige, der sich blamiert hat, bist du, weil du hast nicht einmal die Weitsicht gehabt, zum Verstehen, um was es da geht. Jetzt kann er dir auch ganz klar sagen, wer die Challenge gewonnen hat, nämlich der Elektro M, der hat über die paar Tage verteilt, weit über 1000 Abonnenten dazu gekriegt, zigtausende von Aufrufe und ich müsste einmal die Kommentare von diesem Video, von dieser Challenge auf seinem Video anschauen. Der hat fast keinen dummen Kommentar nicht gekriegt, egal was er vorher gemacht hat. Ständig mit allem Scheiß haben sie gekommen. Jetzt sage ich noch was, ich habe absichtlich, ich habe wohlwissend, ich habe ja das geplant, ich habe ja das lang heimtückisch, hinterlistig geplant. Hätte ich den gleichen Verteiler gebaut, wie sie es fordert, hätte es den jungen Mann in der Luft zerrissen. Das wollte ich nicht. Ich wollte da dem Martin was Gutes tun. Ich wollte dem ja was Gutes tun und in der Öffentlichkeit beweisen, wie es um das Fachwissen steht. Ich habe ja gesagt, jeder Zweite hat geschrieben, Äpfel mit Birnen vergleichen, er kann da nicht abstimmen. Ein paar haben wir dahinter gekommen. Ein paar waren schlauer wie die anderen. Da dazu gehört auf alle Fälle der Kevin Schichtl, der hat geschrieben, das ist eine lustige Sache. Jetzt habe ich in meiner Funktion einen Verteiler gebaut, genauso wie der in vorangegangenen Videos immer gefordert worden ist. Reinklemmen, E4LS, also mehrere E4 drin, Überspannungsschutz,
Den Hauptschalter habe ich noch erwähnt, der ist nicht da drin, der ist woanders und das ist halt einfach so. Also genau das, alles, was ihr gefordert habt, mit Adrenthülsen da, ohne Adrenthülsen. Und dann kommt die Antwort, jetzt ist oversized. Das ist nicht mehr nah genug am Elektrobastler dran. Am Elektrobastler. Ich beantworte jetzt die Fragen noch, die dazukommen, und dann mag ich nicht mehr, weil das ist mir zu blöd. Der Sala Roman hat gefragt, welchen Querschnitt das ich verwendet habe. Für die Hauptstromverdrahtung, für die große Verdrahtung. 10 Quadrat, oben für die Reihenklemmen, die schwarzen und die grauer, jetzt blauer, 2,5 Quadrat. Einer hat gefragt, die herkömmlichen normalen Abisolierzangen, wie gefährlich das ist, wenn man damit einen Draht Verkehr reingestellt hat, abisoliert und dann eine Sollbruchstelle gemacht hat. Habe ich in irgendeinem früheren Video schon mal gezeigt, den Draht, wenn du zweimal hin und her bewegst, bricht er ab. Also gefährlich. Es ist halt, wenn du einen Draht, wenn du das herausklemmst und bewegst die Klemme zwei, drei Mal, bricht er an. Also sollte man nicht machen. Dann wurde ich gefragt, ich weiß nicht, ob ihr den Kommentar findet, was ich da für eine Abisolierzange hergenommen habe, für die 10 Quadrat. Das ist die Zimco 100770. Ich verlinke die unten mal. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon feisigene Zangen in der Hand gehabt. Darum benutze ich immer wieder die manuelle, die alte, weil die alle irgendwie nicht besonders gut waren. Und ich habe einfach keinen Bock, eine zu einschieben für dünne und eine für dicke. Für mich muss das eine Zange alles können oder gar nicht. Das ist alles ein Quatsch. Da benutze ich die, ich verlinke die unten. Die ist auch endlich einmal so stabil, dass es wert ist, die zu benutzen. Der Igor hat mich gefragt, ob man diese F4LS RCBO auch für Drehstrom verwenden kann, wo gar kein Neutralleiter gebraucht wird. Ja, selbstverständlich. Erstens einmal gibt's die Federstromschutzschalter, die F4LS mittlerweile auch mit einem LS3-Polig dran, also meinetwegen ein 40 mA und ein C16 dran für Motorenleitungen. Der Neutralleiter hat ja mit der Funktion des RCD, des Federstromschutzschalter, nichts zu tun. Nichtsdestotrotz muss ich da ganz ehrlich sagen, wenn ich dann von da weg eine Leitung zum Motor lege, lege ich ein 5-adriges Kabel und da ist der Neutralleiter sowieso mit dabei, den schließe ich auch an. Ich brauche einen Motorenkleinbrettel da nicht anschließen, aber für gewöhnlich musst du vor dem Motor, hast entweder irgendeine Steuerung oder einen Motorschutzschalter. Also, ja, deine Frage, ja, die Funktion Fehlerstromschutzschalter hat mit dem Neutralleiter nichts zu tun. Freilich, man muss aufpassen, man muss ihn vielleicht anders anschließen, wenn kein Neutralleiter gar nicht da ist, dass die Prüftaste funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Der Wolfgang hat geschrieben, wer mir die geile Musik aussucht. Wolfgang, die suchen wir selber aus. Aber jetzt bitte ich dich, lese mal den nächsten Kommentar. Die zwei finden jetzt meine Musik nicht so gut. Also was soll ich jetzt tun? Einen habe ich übersprungen, der hat meine Musik auch gut gefunden. Was soll ich da jetzt tun? Also ich habe auf 1000 Kommentare kriege ich dreimal Musik ist scheiße und dreimal Musik ist super. Elektro und Elektrotechnik fragt, wie viel Zeit ich in der Woche für YouTube verwende. Die ganze. Der Edi Controletti hat einen Kommentar geschrieben. Der Kommentar, das sind jetzt einige von diesen Kommentaren, sind nicht von meinem Video, sondern von dem von Martin. Er hat dann drunter geschrieben, ich weiß nicht, hat ja gedacht, dass ich es da nicht lese oder was. Dass der Martin im Gegensatz zu mir auch nicht seine Zuschauer als Deppen und Deppenkommentare und Hater und was weiß ich was beschimpft. Muss ich sagen zu dir, Controletti, vielleicht hat er der Martin nicht so viel Deppen auf seinem Kanal wie ich. Der Computerfachmann hat beim Elektro M eine schlaue Frage gestellt. Da einer mal wieder denkt, wow, der denkt ein bisschen mit, der denkt ein bisschen weiter, der denkt ein bisschen nach. Eine sehr berechtigte Frage. Er hat an Martin gefragt, wie lange er für seine Unterverteilung braucht hat. Das ist nämlich etwas, das auch ein Angestellter irgendwie ins Gefühl kriegen soll, jetzt schon langsam einmal. Das war jetzt oben drüber. Ja, mag durchaus sein für die Anwendung, die der Martin braucht. Für meine Anwendung war das absolut Minimum. Das war absolutes Minimum. Das muss noch viel mehr erweitert werden, damit dieser Anwendung, für die ich brauche, Genüge getan wird. Aber das, was ich da gebaut habe, trauen wir wetten, habe ich nur marginal länger gebraucht wie der Martin für seine kleine Unterverteilung. Und das ist ausschlaggebend.
Der ganze Blödsinn, ich habe da Material aus dem Vollen schöpfen können und so weiter. Entweder hat der Martin eine Unterverteilung braucht, die er für sich selber braucht, dann hätte er das Material kaufen müssen. Oder er hat die Unterverteilung für jemanden anderen gebaut, haben wir ja klipp und klar gesagt, das sind beides Unterverteilungen, die wir später verwenden. Wir bauen die nicht einfach nur für YouTube, sondern wir brauchen es. Das ist das erste schon mal. Also habt ihr schon mal von Haus aus einen Fehler gemacht beim Zuschauen. Aber es hat sich einfach auch nicht perfekt, gell? Das ist wieder so. Krach, Bumm, Ente hat mir zwei Fragen gestellt. Erstens wollte er wissen, wo ich so einen Anwendungsfall für einen FI-LS im Wohnhaus alles empfehlenswert finde und was ich vom Multimedia-Verteiler halte. Für die Multimedia-Verteiler nicht kennen, bleiben wir gleich beim Multimedia-Verteiler. Ich finde den Weltklasse. Ich mag das unwahrscheinlich gern. Hand, nicht billig, aber es ist halt einfach alles wunderbar, super sauber aufgeräumt. Wenn wir Mehrfamilienhäuser machen, beziehungsweise ja, Wohnhäuser, Wohnblöcke machen, dann haben wir meistens in irgendwelche abseits gestellten Räume, Abstellraum, Speis, irgendwie sowas, Unterverteiler drin, einmal einen viereiigen Unterverteiler für die Wohnung und darunter nochmal einen viereiigen als Multimedia-Verteiler. Die haben dann nicht nebeneinander, weil das in der Leichtbauweise, das ist meistens innenwendig, die haben dann meistens Leichtbauweise, geht das vom Ständerwerk her da nicht rein, also haben wir es untereinander. Außer nimmt es in einem Speis auch untereinander weniger Platz weg, das heißt, man kann trotzdem noch irgendwelche Regale aufstellen und so weiter. Die Anwendung für den FI-LS mache ich sehr, sehr gerne einfach nur in einem Flur. Das ganze ausfallbedingte Geschichte, was dann in der DIN 18015 einer schreibt, mindestens zwei FI, der andere schreibt, ja, wenn eine FI ausfällt, muss mehr als 50% der Anlage bestehen bleiben. Also müssen dann reichen zwei FI, müssen drei. Ich sage es ganz ehrlich, die Bedingung, die man, wenn man es durchspielt, die Ausfallbedingung, ist ja eigentlich immer, wenn ich in irgendeinem Raum bin und in dem Raum würde aufgrund von einem Fehler, wenn es eine FI wirft, das Licht ausgehen. Sollte der Raum daneben definitiv das Licht nicht ausgehen. Also wir erfüllen das einmal am besten. Wenn ich heute mir denke, wie er neu gebaut wird, da geht man rein, dann ist irgendwo ein Flur, dann geht man halt irgendwo in einen Raum ein, da ist dann Wohnen, Küche, Essen, ist ein so ein Trakt, dann kann man vielleicht von der Küche wieder rausgehen. Wie? Das hängt dann meistens schon auf einen einzigen Stromkreis zusammen. Das heißt, wenn ich dann in der Küche jetzt zum Beispiel das Licht ausfällt und keine Tür zum Flur ist, würde ich im Dunkeln stehen. Das ist der Raum daneben war das Esszimmer. Ist aber wieder das Gleiche. Also wir erfüllen diese Bedingung. Am einfachsten, wenn ich halt zwei so kleine FI-LS drin habe, einmal für den Flur vielleicht oder das Treppenhaus, was sich halt so anbietet, dann habe ich die Bedingungen erfüllt und ansonsten arbeiten auch wir nach wie vor mit Gruppen-FI. Steve Wichmann, einerseits vom Verteiler irgendwas, das war aber uninteressant, aber er hat eine Frage gestellt, wenn er halt eine Unterputzdose hat und in der Unterputzdosen, die Dose zu klein ist, wenn er klemmen muss drin oder was auch immer, vielleicht wenn er einen Jelly einbauen möchte, was er dann damit tun muss. Ich muss klar sagen, dann hat auch mein Lieblingskommentarschreiber hat die Wahrheit, den Kommentar blende ein, der hat genau geschrieben, was Sache ist, was Vorschrift ist. Ich kann darüber sagen, ich habe das hunderte Male schon gemacht. Wenn ich heute ein massives Haus habe, und da hinten ist die Dose und ich muss das gleich mal habe ich da müssen, weil wir von da ausgebaut haben, haben wir Außensteckdose gemacht. Oder auch einen Schelle eingebaut. Oder irgendeine andere Geschichte, die wir braucht haben. Und es war da drin nicht mehr Platz. Vorne haben vielleicht sogar in einem Bad ein Fliesen oder was dran gewesen. Dann wird es schon sehr schwierig, wenn jetzt die ganz nah an einer Fliesenfuge ist, sehr schwierig, dass das Ganze rausbringst, ohne dass außen eine Beschädigung da ist. Wenn das massiv ist, dann nehme ich ein kleines Messerl, stemme das hinten aus und machen wir das so groß, wie es ist. Spannungsverschleppung. Habe ich ja null Angst. Es darf so ist. Obwohl ich gar keine Angst habe vor einer Spannungsverschleppung. Es nimmt ja keine Dosenklemmen mehr her, es nimmt ja nur eine Vago-Klemmen her. Selbst wenn die hinter dem Mauerwerk ansteht, feiert er da null. Das, also, in fast jedem Video kommt mindestens einmal der Kommentar. Ich habe mal irgendwann vorgestellt, dass von der Firma JJW Fräser Fräser kommen werden, wo man sich das Set selber zusammenstellen kann. Immer wieder bin ich gefragt worden, wann jetzt das soweit ist. Jetzt kann ich dazu sagen, es ist soweit. Ich glaube, Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche ist es soweit. Ich tue den Link vorab schon mal unten einstellen. Da haben dann, ich glaube, es gibt ein 6er Set, ein 12er Set. Müsst ihr euch anschauen. Und dann steht genau drin, wie die Zusammenstellung, wie das hinhaut, wie sind die einzelnen Fräser. Es könnte sich das Set aus 50 Fräsern oder was zusammenstellen. Das, was ihr braucht, und zwar genau das, was ihr braucht.
alles sehr hochwertige Produkte. Trotzdem bleibt es dabei. Das war's für mich. Das Montagsformat, PB Info, so wie das jetzt war, gibt es nicht mehr, das ist erledigt. Ich werde mir die Fragen, die unter meine Videos kommen, einfach rausgreifen und unterschiedlich ein, zwei Themen nur verwenden und die auf die einzeln eingehen und ein bisschen intensiver eingehen und werde dann mehrere kürzere Videos daraus machen. Jetzt könnt ihr wieder 100 Mal einschreiben, das war Clickbait. Immer scheißegal. Jetzt könnt ihr beweisen, dass ich es alle so kritikfähig hat, wie es mir aber unterstellt, dass ich es nicht bin. Wer noch nicht da hat, gehört jetzt der Kanal unbedingt abonniert, dass ich heuer noch die 100.000 Abonnenten zusammenbringe. Also, gibt es euch einen Ruck? Ich weiß schon, das können natürlich nur die, die wo... Also, an alle Coolen, wird euch Servus.